Wir sind eine Studie, wir bieten Selbstverteidigung an, wir haben, unterrichten Krav Maga. Wir bieten Fitness an, wir bieten Kampfsport an, Kickboxen und Lutte Livre und wir bieten Kampfkunst an. Also eine große Bandbreite zur Auswahl, wo alle irgendwas finden, was ihnen Spaß macht. Also, sich selbst zu verteidigen, hat viel mit einem Mindset und einer Einstellung zu tun. Ja, also je mehr ich mich mit der Thematik beschäftige, ohne dass ich jetzt unbedingt gleich paranoid werde, desto besser vorbereitet werde ich mich fühlen in Situationen. Oft geht es einfach auch darum, seinem Bauchgefühl zu vertrauen. Ja, wenn ich mich in einer Situation unwohl fühle oder in einer Gegend unwohl fühle, dann ist es gut, dem Gefühl zu vertrauen und zu schauen, einen Ausweg zu finden. Also wenn ich in die U-Bahn einsteige und das Gefühl habe, mir geht es da komisch, dann steige ich aus und nehme die nächste U-Bahn. Oder wenn ich allein nach Hause gehe und mir denke, irgendwie fühle ich mich halt unsicher, dann rufe ich vielleicht eine Freundin an und lasse mich nach Hause begleiten. Oder ich rufe mir ein Taxi und fahre nach Hause. Also dem Gefühl Vertrauen ist ganz viel, was schon von Selbstverteidigung ausmacht oder was einen aus ganz vielen Situationen schon rausbringt. Was wäre denn der erste Schritt? Finden Sie es gut, dass zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand angreifen sollte nachts, dass man zuerst anfängt zu schreien oder sollte man immer ein Pfefferspray mithaben oder wie sehen Sie das? Also schreien, sich verbal zu verteidigen, ist auf jeden Fall gut. Am besten sind kurze, klare Kommandos. Also nein, gehen Sie weg, lassen Sie mich in Ruhe. Per Sie sein ist hilfreich. Also ein wildes Rumschreien bringt meistens nichts, weil das nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das wird eher ignoriert. Und beim Schreien geht es ja auch darum, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Also ich hätte ja gern, dass vielleicht irgendwo Fenster aufgehen und jemand schaut, was da unten los ist. Und in den meisten Fällen ist es so, dass wenn Übergriffe passieren, Täter gerne unbeobachtet sind. Also die haben nicht gerne Publikum und wenn dann Passanten stehen bleiben und schauen, was da los ist, dann löst sich die Situation, wenn ich Glück habe, vielleicht von selber. Okay, was wir jetzt gesehen haben, ihr bemerkt, er zieht ein Messer, er kommt auf mich zu. Und das Wichtigste ist, wenn es um bewaffnete Angriffe geht, dass man Distanz zwischen sich und den Angreifer bringt. Ja, am besten immer Gegenstände, das heißt, ich habe die Bank verwendet, habe geschaut, dass er nicht direkt in direkter Linie auf mich zukommen kann. Dann merke ich, okay, das geht nicht, ja, er kommt trotzdem näher und dann verwende ich Sachen, die ich mit habe, wie zum Beispiel einen Rucksack oder eine Wasserflasche, eine Handtasche, ein Handy. Egal, Dinge, die auch vielleicht rumliegen, um sie zur Verteidigung einzusetzen. Ich darf das Messer so wenig wie möglich oder so fern wie möglich, muss es so fern wie möglich von meinem Körper halten. Also muss so viel wie möglich dazwischen bringen. Wenn das nicht mehr geht, dann versuche ich mich mit Schlägen und mit Kicks zu verteidigen, bis die Bedrohung vorbei ist und ich gefahrlos flüchten kann. Der kommt auf die Tour, jetzt nimmst du schon deinen Rucksack, um dich vorzubereiten. Jetzt gibst du ihn schon runter. Jetzt schaut schon komisch. Dass es eine hohe Nachfrage gibt an Selbstverteidigung, gerade bei Frauen und bei Mädchen, weil es halt viel darum geht, so Situationen einmal durchzuspielen und sie so am Metall drauf einzustellen. Ja, also wir trainieren ja im besten Fall Selbstverteidigung zum Spaß und wollen es nur aus sportlichem Aspekt machen. Aber es hat halt natürlich auch den Effekt, dass ich dann in einem Ernstfall wahrscheinlich ein bisschen schneller reagiere und vielleicht genau diese paar Sekunden Zeitvorsprung habe, die wichtig sind und hilfreich sind, um der Situation zu entkommen. Also würden Sie es Frauen und jungen Mädchen ans Herz legen, so einen Selbstverteidigungskurs zu absolvieren? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich sage immer, jede Beschäftigung, also auch wenn ich sage, es ist jetzt nicht, ich habe keine Lust ins reguläre Training oder ins regelmäßige Training zu kommen, aber ich mache jedes halbe Jahr mal einen Selbstverteidigungskurs oder jedes Jahr mal einen Selbstverteidigungskurs. Bei jeder Auseinandersetzung mit der Thematik bleibt ein bisschen was hängen und lerne ich ein Stück mehr. Und wenn ich mehr mache, lerne ich natürlich schneller, aber auf jeden Fall ist es hilfreich und sinnvoll, auch Workshops zu besuchen oder sie nur punktuell mit Selbstverteidigung zu beschäftigen. Das ist schon eine ziemlich bedrohliche Situation, wenn jetzt das Messer einfach schon nah an meinem Körper ist. Ich habe nicht mehr viel Bewegungsspielraum, die Distanz, die ich eigentlich nutzen will, kann ich nicht mehr gut nutzen, weil er mich festhält. Jetzt muss ich schauen, dass ich die Waffe kontrolliere. Dass er mit der Waffe keine freie Bewegung hat, sondern dass ich das Messer kontrolliere. Am besten mache ich das, indem ich es einfach an meinen eigenen Körper presse. Ich versuche es halt irgendwie so zu halten, weil das ist schwierig, sondern ich versuche es einfach, ich nehme meinen Körper und presse meine Arme und das Messer fest an meinen Körper.
dann schaue ich einmal, dass ich das stabilisiere. Und jetzt beginne ich mit meinen Verteidigungsschlägen. Im Training zum Oberschenkel, in der Realsituation einfach zum Genitalbereich. Sobald ich das Gefühl habe, es geht, drehe ich mich um, halte das Messer weiterhin unter Kontrolle und arbeite weiter mit Knie zum Genitalbereich so lang, bis ich das Gefühl habe, die Situation hat sich erledigt und ich kann gefahrlos oder halbwegs gefahrlos das Weite suchen. Wenn mehrere Täter involviert sind, dann ändern sie die, dann wird die Situation gleich dramatisch unangenehmer. Also es ist so schwierig, sie gegen eine einzelne Person durchzusetzen, aber da hat man gute Chancen. Wenn ich mehrere Angreifer habe oder wenn diese Angreifer oder der eine Angreifer bewaffnet sind, dann ändert sie das Verhältnis ganz dramatisch. Also da ist es, aufmerksam zu sein und rechtzeitig zu flüchten, noch viel wichtiger. Und das ist mal was, was mir immer ganz wichtig ist, was ich auch bei den Selbstverteidigungskursen immer sage. Wenn mir eine Situation unangenehm ist und ich gehe aus der Situation weg, ja, mir kommt auf der Straße eine Gruppe von Menschen entgegen und ich finde die komisch und ich wechsle die Straßenseite oder ich gehe einen ganz anderen Weg, als ich sonst gehen würde, dann assoziieren wir das oft mit einer Niederlage, mit Aufgeben, mit Raum aufgeben. Und das ist aber in dem Fall nicht der Fall, sondern das ist einfach nur schlaue Selbstverteidigung. Ja, also das ist, unsere Selbstverteidigung ist keine politische Debatte oder kein politisches Feld, sondern das ist, ich versuche, meine Sicherheit zu gewährleisten. Und das, ob ich mich grundsätzlich auf der Straße sicher fühlen sollte, ist eine gesellschaftspolitische Frage. Und da bin ich nicht alleine zuständig dafür, sondern da sind wir alle als Gesellschaft dafür zuständig.